Wir müssen bereits beim Entwurf des Systems Angriffsszenarien und Bedrohungsszenarien analysieren und die daraus resultierenden Risiken berechnen. Wenn man ein Risiko nicht akzeptieren kann, dann muss man es entweder vermeiden, das heißt also beispielsweise auf eine Funktion im System verzichten, oder eine Gegenmaßnahme implementieren. Und beides wiederum spielt sich zurück in den Entwurf. Das heißt also, wir beeinflussen durch unsere Analyse den Entwurf des Systems. Es wäre natürlich naheliegend, Werkzeuge aus dem Safety-Bereich für die Security-Analyse zu benutzen. Das Problem ist allerdings, dass Safety und Security sich stark unterscheiden. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass Security hochdynamisch ist, während Safety vergleichsweise statisch ist. Die Häufigkeit, mit der eine Analyse neu bewertet werden muss aufgrund einer neuen Bedrohungslage, das ist bei Security sehr viel häufiger der Fall und durch bestehende Safety-Tools unserer Meinung nach eigentlich nicht realisierbar. Und deswegen gehen wir hin und haben ein Werkzeug zur Security-Analyse von Grund auf neu entwickelt, eben mit dem Gedanken, dass man Security-Analysen jederzeit aktualisieren kann. Das Werkzeug heißt Security Analyst und dient der Security-Analyse von sicherheitskritischen Systemen, Fahrzeugen oder Industrieanlagen. Alles, wo Security aufgrund von Vernetzung heutzutage eine große Bedeutung spielt und die aufgrund ihrer technischen Komplexität nicht einfach durch zum Beispiel eine einfache Excel-Tabelle abgehandelt werden können. Security Analyst hebt sich vor allem dadurch ab, dass die Nachverfolgbarkeit von Änderungen aufgrund von zum Beispiel einer neuen Bedrohungslage oder aufgrund von Änderungen am Systementwurf besser nachvollzogen werden können. Man kann jederzeit den Stand der aktuellen Analyse mit jedem beliebigen vorherigen Stand vergleichen. Wir basieren dabei auf Versionsverwaltungssystemen, wie sie aus der Softwareentwicklung bekannt sind. Für die Security-Analyse benötigen Sie ein Werkzeug, das Sie bei der laufenden Aktualisierung Ihrer Analyse unterstützt. Eine einmalige Erfassung ist nicht ausreichend. Wir glauben nicht, dass bestehende Plattformen die Dynamik so gut erfassen können, wie wir das mit dem Security Analyst tun können.